Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch wirklich ein ganz einfaches Gericht, ein Standardgericht vorstellen, und zwar Hackfleisch-Nudelauflauf. Und das Ganze machen wir heute mal im Opti-Grill in der Backschale. Das geht nämlich schnell, und wer keinen Ofen hat, wer keine Küche hat, der kann tatsächlich auch einen super leckeren Nudelauflauf mit Hackfleisch, italienische Richtung, im Opti-Grill machen. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, alles liegt bereit für meinen Hackfleisch-Nudelauflauf italienischer Art im Opti-Grill. Ich habe hier schon mal herausgestellt, was wir brauchen. Und zwar als erstes brauchen wir natürlich Hackfleisch-Nudelauflauf, Hackfleisch. Ich habe hier 400 Gramm halb und halb. Ihr könnt auch reines Rinderhack nehmen, das ist aber sehr mager. Ich nehme normalerweise gerne reines Rinderhack, aber in diesem Fall habe ich bewusst halb und halb genommen, damit es ein bisschen mehr Fett hat und ein bisschen saftiger insgesamt bleibt. Neben dem Hack brauchen wir Nudeln. Ja, klar, keine Überraschung. Und zwar diese vorgekochten Plattennudeln. Die gibt es ja heute überall. Die haben eben den Vorteil, dass man sie nicht vorher kochen muss und dann immer verkleben und hinterher schwer aus dem Topf wieder rauszukriegen sind. Die könnt ihr so gleich verwenden, vorausgesetzt, ihr habt genug Flüssigkeit dann in der Masse. Und dafür brauchen wir genau 9 Stück. Ihr werdet gleich sehen, wir machen da 3 Schichten. Und da passen immer 3 Stück genau in die Snacking und Baking vom Opti-Grill. Also Hack, Nudeln. Dann brauchen wir eine Zwiebel, hier eine große Gemüsezwiebel oder 3 kleine, habe ich glaube ich im Rezept geschrieben. Dann eine Möhre, die wir gleich ein bisschen raspeln werden. Ein bisschen Sellerie, passt also alles hier zum Suppengrünpaket, da findet man das üblicherweise. Wir brauchen 3 Knoblauchzehen, habe ich hier jetzt genommen. Ich esse gerne Knoblauch, deswegen habe ich mal ein bisschen mehr genommen. Das an Gemüse. Dann brauchen wir für die Soße Tomaten. Ich habe hier stückige Tomaten aus der Packung genommen. Dann brauchen wir Mozzarella, wir brauchen Emmentaler und wir brauchen Creme Fraiche. Das wird unsere Soße werden und das Ganze würzen wir mit ein bisschen Pfeffer, mit ordentlich Pizzagewürz, das passt sehr schön. Dann außerdem Chiliflocken für ein bisschen Kick, für die Stärke, für den kräftigen Geschmack haben wir hier nochmal Tomatenmark. Ja, und dann brauchen wir noch ein bisschen Olivenöl zum Anbraten gleich für das Hack und für die Gemüse hier. Und dann habe ich auch alles angesprochen und dann kann ich mal loslegen mit der Vorbereitung. Backschale ist eingesetzt, die brauchen wir jetzt. Und Opti-Grill jetzt Vollpower. Manuell 1, 2, 3. Kann man mal schwer erkennen, hier in der Kamera ist rot. Und dann lassen wir ihn vorheizen, ungefähr wie immer 6 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder. Und jetzt geben wir das Olivenöl in die Schale. Wir lassen das erstmal ein bisschen erhitzen. Unsere Zwiebeln dazu. So, das reicht schon. Jetzt geben wir unser Gehacktes dazu und braten das gleich mit. Zunächst mal Knoblauch, damit es ein bisschen aromatisiert wird noch. Ja, dann können wir die anderen Zutaten zugeben. Möhren und Sellerie hier. Und das Ganze braten wir jetzt noch mal mit. Ein paar Minuten, bis es weich wird. Ein bisschen Aroma auch abgibt jetzt an das Gehacktes. Die Tomatenmasse. Fresh. So, und jetzt können wir unsere ganzen Gewürze schon dazugeben. Unser Pizzagewürz hier.
Pfeffer. Chiliflocken. Und auch das Tomatenmark. So. Und jetzt können wir den Optikgelauch schon ausmachen. Denn wir wollen jetzt nur noch ein bisschen mischen. So. So, mehr müssen wir gar nicht ausfüllen. Ja, ihr seht, wir haben die Masse jetzt rausgenommen hier. Die brauchen wir gleich natürlich zum Füllen wieder. Aber wir brauchen jetzt hier gar nicht sauber zu machen. Das bisschen, was jetzt hier noch drin ist, ganz bewusst, das verteilen wir jetzt hier auf dem Boden, damit die Nudeln gleich so eine kleine Basis haben. Und hier nicht anbappen. Das tun sie zwar bei dem Opti-Grill sowieso nicht, aber da hat man unten schon eine kleine Basis mit Flüssigkeit. So, das Tolle ist beim Opti-Grill, diese Standardnudeln, da passen wir mal genau 3 Stück in die Schale. Sensationell, oder? Finde ich cool. So, ihr seht hier, mit 3 Stück habt ihr unten den Boden jetzt schon mal abgedeckt. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach, wie es weitergeht. Letzte Schicht jetzt hier. Das ist jetzt hier die Platte Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9. So, und jetzt kommt unser Rest darauf. Die restliche Masse. Und da seht ihr jetzt auch schon, ich habe es vorher ausprobiert, mit 500 Gramm, also den Standardpaketen Hack. Und das ist echt ein bisschen viel. Dann kriegt man den Deckel nachher nicht mehr so richtig zu. Wir müssen hier auch das Ganze jetzt noch zukriegen. Und das geht auch noch so ein bisschen auf. Alle Nudeln müssen bedeckt sein, also es muss überall was auf den Nudeln sein von der Masse, sonst wären sie hart. Das ist wichtig. Und ihr seht schon, die Masse, das passt hier genau. Ja. Und jetzt können wir den restlichen Käse verteilen. Das war's. Ja, so sieht unser Hacknudelauflauf jetzt aus, bevor er jetzt letzter Schritt überbacken wird. Das sieht schon ziemlich lecker aus und es riecht auch wirklich ganz fantastisch. Und jetzt geht es zum letzten Arbeitsschritt, das Überbacken. Essstäbchen dazwischen hier. Ihr kennt das von anderen Rezepten von mir schon. Und jetzt stelle ich den Opti-Grill an und stelle ihn auf Orange. Bei mir ist das zweimal Orange. Und auf geht's. Und dann gucke ich jetzt zwischendurch. Das dauert so um die 10 Minuten, dass die alle schon heiß, 10, 15 Minuten immer mal reingucken zwischendurch. Und dann schauen wir mal, ob unser Hackfleisch-Nudelauflauf italienischer Art fertig ist. Ja, ich habe so ein bisschen Basilikum hier noch geschnitten für die Optik. Passt natürlich ganz gut, habe ich glaube ich am Anfang gar nicht erwähnt. Steht aber im Rezept. Das passt natürlich sehr gut. So ein Hauch Basilikum hier oben nochmal drüber für die Optik, aber auch den Geschmack. Und dann wollen wir mal schauen. Und ihr seht hier, diese 3 Schichten reichen auch. Also mehr Nudeln braucht man auch tatsächlich nicht. Die gehen ja noch ein bisschen auf die Platten. Das heißt, mehr als 3 Nudelschichten, eine Platte jeweils, muss man nicht machen. Sonst wird es einfach zu dick, zu nudellastig. Und jetzt gucken wir mal. Aussehen tut es jedenfalls. Heiß ist es auch. Ich hoffe, ich verbrenne nicht die Klappe. Erinnert so ein bisschen an Lasagne. Sind ja auch viele Zutaten drin, die auch in der Lasagne sind. Aber eben keine Lasagne-Soße, keine Béchamel-Soße, sondern Käse. Gehört ja normalerweise nicht in Lasagne. Aber sehr lecker. Alles in einem Gerät. Möhre, Sellerie haben sich gut verbunden mit den Tomaten. Sehr lecker. Also ich denke, mein Hackauflauf italienischer Art im Opti-Grill hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.